Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fachwerkmühle. Ich freue mich drauf, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass wir jetzt zusammen das Haus fertigstellen werden. Wir sind in der 13. Folge und das ist auch die letzte Folge hier bei meiner Fachwerkmühle. Danach sind wir fertig, haben das Haus komplett eingerichtet, den Garten gestaltet und somit könnt ihr es dann auch endlich, ja, aus der Galerie herunterladen. Wir können noch mal so ein bisschen zusammenfassen, was wir jetzt in diesen gesamten 13 Folgen gemacht haben. Zum einen haben wir ja das Haus gebaut und das ist ja so eine Kombination aus alt und etwas neuer. Also nicht komplett neu, aber ein bisschen neuer. Ich habe ja so eine Fachwerkmühle gebaut, das heißt, wir haben einmal den Teil, wo wir das Fachwerk haben, was so ein bisschen dieser komplett alte Teil des Hauses sein soll, wo das Mühlenrad dran ist, was schon seit Jahrhunderten vielleicht dort in der Bergwelt von Windenburg steht. Und wir haben das Backsteinhaus, was ein bisschen neuer sein soll, was dran gebaut wurde, um damit die ganze Familie dort eben Platz haben kann. Denn das ganze Haus ist für eine komplette Familie ausgerichtet. Das wolltet ihr ja auch, das wollte ich auch, dass wir hier also auch so ein bisschen so Richtung Generationenhaus gehen können. Und im Erdgeschoss, ihr könnt es ja immer so ein bisschen schon noch sehen, ne, wir haben im Erdgeschoss eine Küche mit einem großen Esszimmer, wir haben ein großes Wohnzimmer, wo alle Platz finden können, eine Waschküche und so einen kleinen, ja, so eine kleine Bibliothek. Und im Obergeschoss, ja, da sind die Schlafzimmer. Insgesamt sind es 4 Stück. Habe ich mich verzählt? Nein, es sind genau, es sind 4 Stück. Wir haben das Elternschlafzimmer, wir haben ein Schlafzimmer für ein Kind, wir haben ein Schlafzimmer für 2 Kleinkinder und dann eben noch eins, ja, ob ihr da jetzt ein Kind reinpackt oder ein Teenager, das ist so ein bisschen euch überlassen, das ist so ein bisschen neutraler gehalten. Und dann ist im Obergeschoss auch noch, ja, so ein kleiner Bürobereich mit PC und Bücherregal. Genau, und dann haben wir eben noch den großen Garten, der heute dran kommt, den wir heute noch ein bisschen mit Pflanzen bestücken werden und so ein paar Deko-Objekten, ein paar Gameplay-Objekten und natürlich, was nicht fehlen darf, was ich nicht vergessen habe später noch, das kommt dann noch. Ich habe auch überall auf dem Grundstück noch Pflanzen verteilt, also, also die Pflanzen, die man anbauen kann, so, die man auch ernten kann, so würde ich sagen. Also die Pflanzen, die man für die Gärtnereifähigkeit benötigt, da habe ich mir dann einfach bei meinem Sim ein paar Pakete, Samenpakete gekauft und habe die dann überall so ein bisschen freudig verteilt. Also ihr werdet da so ein Paprika war da mit bei, dann ein paar Katzenminze, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Chrysanthemen, also ein paar Blümchen noch mit dabei, also so ein bisschen gemischt alles. Und ein paar Bäume habe ich auch noch gepflanzt, Kirsche, Zitrone, Apfelbaum. Und ja, dann können eure Sims hier auch noch ein bisschen rumgärtnern und die Gärtenfähigkeit ein bisschen erlernen. Genau, das ist so im Groben nochmal zusammengefasst mein Fachwerkhaus. Das Haus gibt es dann auch jetzt ab sofort in der EA-Galerie unter der ID Eistierritter. Das Haus heißt Fachwerkmühle, so habe ich es tatsächlich auch genannt, als ich es hochgeladen habe. Schaut da gerne mal rein. Wie gesagt, alle Links zu mir findet ihr natürlich auch in der Videobeschreibung. Da könnt ihr auch immer noch mal vorbeischauen bei Twitter, Instagram, Facebook. Da freue ich mich natürlich immer wieder über einen Besuch, Kommentar und natürlich auch über ein Abo. Genau. Aber hier geht es jetzt erstmal weiter mit dem, mit dem Innenhof. Mit der Terrasse mehr oder weniger. Die ist soweit eigentlich auch schon fast komplett fertig. Ich hatte mir ja so ein bisschen überlegt, was könnte ich dort machen und fand es ganz cool, wenn wir dort so ein bisschen familienmäßig diese tolle Bank dort hinstellen mit diesen 2 Bänken dort dran. Und das Ganze sieht natürlich ein bisschen rustikaler dadurch aus, dass wir das, als wäre da so ein Holzbalken, also so ein Holzstamm. Baumstamm, so rum. So ein Baumstamm direkt in der Mitte mal durchgesägt wurde. Ne, sieht sehr rustikal aus, passt natürlich auch sehr gut zum Thema selber. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich das mal nehmen könnte. Ist mal was anderes als jetzt wieder nur ein Tisch mit 3, 4, 5 Stühlen dran. Deswegen wollte ich das mal nehmen. Ich meine, das ist sogar aus dem Outdoor-Leben-Pack, wenn ich mich jetzt nicht irre. Genau.
Und damit wir natürlich die Kinder auch so ein bisschen noch beschäftigen können, habe ich mir gedacht, können wir auch noch ein bisschen was an Spielzeug verteilen. Das kommt immer mal wieder jetzt im Laufe der Zeit. Ich werde auch gleich noch ein Klettergerüst noch mit reinbauen, weil ich dachte, so ein bisschen brauchen wir natürlich auch draußen für die Kinder zum Spielen. Und ja, deswegen gibt es auf der Terrasse, ich nenne es jetzt einfach mal Terrasse, diese kleine, na, wie heißt es, diese kleine Truhe für die Spielsachen. Genau. Die kam ja, ich habe mich dann jetzt hier für diese Holztruhe entschieden, die so ein bisschen mittelalterlich aussieht. Das passt natürlich ganz gut auch zum Thema selber, wenn die Truhe an sich so ein bisschen etwas älter aussieht. Ne, vielleicht ist das eine Truhe, die schon seit Jahren, Jahrhunderten, Jahrzehnten, wie auch immer, in der Familie, wie gesagt, wieder ist und dass sie ja, früher was anderes dort drin gelagert haben und jetzt das Spielzeug da drin ist. Und die kam ja mit dem kostenlosen Update, das heißt also, ja, dafür braucht ihr also auch keine Erweiterung. Und die fand ich halt ganz cool dazu, weil die eben so ein bisschen, wie gesagt, rustikaler aussieht, so ein bisschen älter aussieht und auch vom Holz und von der Textur her sehr, sehr schön ist. So, was natürlich jetzt auch, wie gesagt, nicht fehlen darf im Garten, ist die Bepflanzung. Und da bin ich wieder ein bisschen, ja, ich sag mal vorsichtig, ein bisschen ausgerastet. Also es gibt sehr viele Blumen und Sträucher und ja, also ich möchte dort kein Gärtner sein, wenn ich das Ganze pflegen müsste. Zum Glück ist es ja so, ne, dass die Sims sich nur um die erntbaren Pflanzen kümmern müssten und der Rest davon wächst und gedeiht einfach vor sich hin. Das ist also ganz gut. Ich kenne es noch aus Sims 1 Zeiten, da war das, glaube ich, auf jeden Fall noch so, dass ja, die Pflanzen draußen gegossen werden mussten und tatsächlich auch die Pflanzen im Innern, also die Topfpflanzen selber im Innern, die brauchten irgendwann auch Wasser und wenn man sie nicht gegossen hat, dann ja, sind sie kaputt gegangen. Fand ich oder finde ich an sich natürlich auch eine sehr, sehr coole Idee, ne, wenn man sich selber auch um die Topfpflanzen im Innern kümmern müsste. Würde bei mir natürlich ein bisschen bedeuten, ja, dass die Sims einiges zu gießen haben, weil ich ja Pflanzen ohne Ende platziere. Aber es wäre zumindest ein bisschen realistischer. Das ist ja auch nicht verkehrt, wenn wir hier so ein bisschen Realismus noch mit ins Spiel bringen. Das ist ja immer so ein bisschen dieser Balanceakt zwischen, ja, ich möchte ein Spiel haben, was realistisch ist, was wirklich dem Leben entspricht. Und eben, ich möchte mal ein bisschen vom Alltag weg entfliehen und was ganz komplett anderes spielen und meine eigene Story ausdenken. Deswegen kenne ich da diese zwei Lager immer. Ne? Die einen sagen, sie möchten es realistisch haben, die anderen möchten es gerne unrealistisch haben oder können es sich vorstellen, wenn es ein bisschen unrealistischer ist. Stichwort Kreaturen, ne? Wo ich ja auch so extrem hinterher bin. Ja, aber das gab es damals tatsächlich bei Sims 1 sogar. Und wenn man sich mal überlegt, Sims 1 gab es 2000, kam das raus. Und dass wir jetzt hier bei 2014 sind bei dem Spiel und dass es das nicht gibt, dann, ja, sieht man schon so ein bisschen den Unterschied, ne? Genau, aber wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht so viel wieder auf hohem Niveau meckern. Ich platziere jetzt noch meine ganzen Pflanzen hier und freue mich, dass ich jetzt auch wieder so viele Pflanzen platzieren kann. Denn, ja, ich finde, es sieht sehr, sehr schön aus. Deswegen freue ich mich darauf, dass wir ein komplettes Blumenmeer haben können. Wir haben ja auch bei diesem kleinen Bach dort vorne haben wir ja auch ja, einiges an Blumen platziert. Und ich habe ja dort vorne auch schon so ein bisschen an eine Seite gestellt, wie ihr vorhin schon sehen könnt. Hier jetzt diese kleine Schnecke, die ich auch ganz cool finde. Aber eben auch den kleinen Brunnen. Und da werde ich auch noch eine kleine Blumenecke mit platzieren. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr blumig in dieser Folge. Genau. Und ja, hier unter den Tannen. Ich wusste nicht genau, was ich jetzt unter den Tannen noch so alles platzieren könnte, möchte. Deswegen habe ich mich jetzt tatsächlich einfach nur dafür entschieden, dass wir hier so einen kleinen Deko-Bereich machen. Ich fand es ganz süß, diese Schnecke. Die ist ja aus Zeit für Freunde, aus dem Erweiterungspack. Und ich finde das Objekt halt sehr, sehr schön. Also ich mag es. Also nicht, weil es eine Schnecke ist, sondern weil es einfach sehr schön aussieht. Das ist ja so ein bisschen so eine Metallfigur. So ein bisschen abgenutzt schon, dass sie eben auch schon länger wieder im Garten steht und den Witterungen ausgesetzt ist. Und das finde ich ja sehr schön. Allgemein so ein bisschen, ne, dieses etwas verwitterte Alte mag ich ja sehr gerne. Und deswegen fand ich das ganz schön dort in der Ecke. Passt natürlich auch so ein bisschen so dazwischen, zwischen den beiden großen Tannen hat man da so auf jeden Fall noch so ein kleines Deko-Element.
Ja, hier hatte ich jetzt überlegt, dass wir dort diesen kleinen Brunnen platzieren, bis mir dann aufgefallen ist, Moment, wir haben doch einen Brunnen, der auch Gameplay mit ins Spiel bringt. Und das ist dieser Wunschbrunnen aus romantische Gartenaccessoires. Ich glaube, es ist auch ein Brunnen oder auch ein Objekt, weil was man vielleicht nicht ganz so häufig irgendwo platziert. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, ob ihr das irgendwo immer häufig platziert oder nicht, weil ja, es muss natürlich, wie gesagt, immer passen. Und ich finde gerade aber hier in der Bergwelt, gerade auch hier zu dieser Fachwerkmühle, passt dieser Brunnen sehr, sehr gut und vor allem eben allgemein die Objekte aus dem romantischen Gartenaccessoires, weil es soll ja auch so ein bisschen romantisch sein. Oder wie wurde es zumindest? Genau. Und diese Idee habe ich jetzt mal aus einem Livestream von Daniel geklaut, mehr oder weniger. Es war, glaube ich, die Idee, also es ging in dem Livestream, glaube ich, darum, um das Schloss. Wir hatten oder Golden Mansion, eins von beiden, also so ein riesengroßes Haus von Daniel. Und da hatte einer von euch, ja, diese Rosenranken in die Wand gepackt und ich habe gedacht, hey, was ist das denn? Was ist das für ein Objekt? Weil das kenne ich überhaupt nicht, so eine Rankenrose, das gibt es doch überhaupt nicht. Ja, bis mir dann Daniel gesagt hat, hey, du kannst das doch in die Wand schieben und dann sieht man das Rankgitter gar nicht mehr. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, so einfach, so eine coole Idee und ich bin dann noch selber noch nie drauf gekommen und hier hatte ich jetzt mal die Gelegenheit, das tatsächlich dann, ja, auszuprobieren, zu benutzen, diese Idee. Und konnte dann, ja, letztendlich die Rosenranke in die Wand packen. Deswegen, ja, so lernt man nie aus. Man gibt immer neue Ideen, man bekommt immer neue Anregungen. Und das finde ich eben gerade das Tolle dabei, dass man also auch nach mittlerweile 4-5 Jahren noch immer nicht alles erlebt hat, noch nicht alles gemacht hat und sich noch immer auf neue Sachen freuen kann, die man dann irgendwann mal, ja, von anderen mitbekommt oder eben auch selber wieder herausfindet. Das finde ich so toll dabei. So, hier kommt jetzt noch dieser versprochene kleine Bereich mit den weiteren Blumen. Ich wollte das Ganze, den Brunnenbereich so ein bisschen einrahmen, eben auch mit den Blumen, dass wir das Ganze so ein bisschen rüberziehen, auch zu dem Fluss hin. Das kommt dann später noch ein bisschen, dass wir da wie so einen kleinen abgetrennten Bereich haben, wo dann der Brunnen steht, so ein bisschen verwunschten, magisch vielleicht auch, ne? Ich meine, ihr könnt euch ja immerhin was wünschen, Reichtum, Liebe, Glück, ich weiß gar nicht, was es sonst alles da gibt. Und deswegen solltet ihr auch so ein bisschen so einen eigenen kleinen Bereich bekommen, der so ein bisschen abgetrennt ist und das so ein bisschen spezieller aussieht. Und ich fand das selber sehr schön und da haben wir dann eben noch mehr Platz, um Blumen zu verteilen. Dadurch, dass wir natürlich auch so viele Blumen platziert haben, ist das ganze Haus auch ein bisschen teuer geworden. Ich bin mir jetzt nicht genau sicher, wie viel es tatsächlich kostet, aber ich glaube 230.000 Simoleons um den Dreh. Wenn ich mich jetzt nicht irre, waren es, glaube ich. Also eure Sims müssen da schon ein bisschen ein bisschen tiefer in die Tasche greifen, wenn sie das Haus haben wollen. Aber ich meine, gut, es ist immerhin auch ein komplettes Haus für eine ganze Familie, voll voll eingerichtet, so rum. Also von daher, da bleibt also kaum ein Wunsch offen. Und ich bin ja jemand, der, wenn er da schon anfängt zu bauen und nicht auf Packs oder sowas achtet oder kein Starterhaus baut, ich achte dann tatsächlich auch überhaupt nicht darauf, wie teuer das Haus ist und ob ich irgendwie ein Geldlimit einhalten muss oder so, sondern ich baue dann drauf los und was Schönes kommt dann ins Haus rein. Und wenn es dann ein Bild ist für 3000 Simoleons, dann ist es egal, dann wird es platziert. Oder wenn der große Fernseher da reinkommt. Also wie gesagt, das ist dann müssen eure Sims dann doch vielleicht ein bisschen mehr arbeiten, ein bisschen Überstunden machen, damit sie sich das Haus hier leisten können. Aber ich meine immerhin, das ist ja auch sowas Cooles, wenn ich mir so vorstelle, ne, ich habe schon ganz oft gesehen, dass ganz viele Leute die Rosebud Challenge spielen oder die Rags to Riches. Und da geht es ja darum, letztendlich vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden. Und vom Gameplay her finde ich es sicherlich relativ cool, wenn man so sagt, wenn man startet vom Grund auf und arbeitet sich dann immer weiter hoch und hat dann sozusagen das Ziel, irgendwann einmal
in einem großen, luxuriösen Haus zu wohnen. Und ja, vielleicht sagt der eine oder andere ja, das ist mein Ziel, tatsächlich hier in der Fachwerkmühle irgendwann mal zu wohnen und zu leben. Das würde mich natürlich besonders freuen, ne? Keine Frage. Und ja, deswegen kann es ja auch ruhig ein bisschen teurer mal werden. So, da ist noch so ein bisschen was für die Kinder zum Spielen, das Klettergerüst, diesmal in grün. Das fand ich ganz cool dazu. Und ja, die Wäscheleine kommt auch noch hin. Die muss dann ein bisschen weichen, die wird dann an die Seite gestellt. Ja, wo dann gerade noch ein bisschen Platz ist. Und jetzt wird sich erstmal wieder, ja, um die Beleuchtung gekümmert, denn die Sims soll natürlich auch in einem schön beleuchteten Garten rumlaufen können, auch abends, und die Pracht beglücken können, die Pracht begucken können. Ich glaube, ich habe es heute wieder so ein bisschen mit den Ausdrücken, oh Gott, oh Gott. Genau, aber es soll ja auch ein bisschen hell werden, die Sims sollen ja auch sehen, wo sie langlaufen, und ja, deswegen kommen hier so ein paar Laternen noch überall hin. Genau, so. Im Großen und Ganzen tatsächlich sind wir dann auch schon, ja, mit dem Garten fertig. Also das bleibt so im Großen. Was natürlich jetzt noch fehlt, sind die Pflanzen, die noch kommen werden. Ich bin jetzt hier gerade noch so ein bisschen am Rumschauen, ob wir vielleicht noch irgendwas für die Kinder platzieren können. Ich hatte erst noch gedacht, ob wir vielleicht ein Puppenhaus platzieren könnten. Hab mich dann aber doch dagegen entschieden, hab mir gedacht, es passt so, es reicht. Wir haben genug Objekte jetzt erstmal platziert. Und was jetzt, wie gesagt, eben noch fehlt, sind die Pflanzen, die jetzt noch kommen werden. Also die Pflanzen, die ihr dann am Ende selber ernten könnt, um die ihr euch kümmern könnt, die halt zur Gartenfähigkeit für die Gartenfähigkeit zählen. Und ein paar davon gibt es halt im Debug-Menü. Das sind dann die Bäume, die dort schon als pflanzbares Objekt vorhanden sind. Und da habe ich mich halt für die klassischen Sachen entschieden, also entsprechend Kirsche, Birne, Apfel, und ich weiß nicht, ob ich Zitrone auch platziert habe. Das könnte gut sein, ich bin mir aber jetzt gerade nicht ganz sicher. Und habe dann aber diese etwas exotischeren rausgelassen, wie jetzt die Banane oder der Granatapfel, die Avocado. Oder eben wie auch die speziellen Pflanzen, die ein bisschen seltener sind, wie der Geldbaum oder die Kuhpflanze, weil ich mir gedacht habe, zu einfach möchte ich es euch ja dann doch nicht machen. Also wenn ihr die haben wollt, dann müsst ihr schon auch ein bisschen was dafür tun, mehr oder weniger. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja, packe ich also nur die typischen, klassischen Pflanzen dort rein, die also auch für den Anfänger geeignet sind, und das passt dann ganz gut. Und ja. Genau, da werden jetzt ein paar mit überall hier so ein bisschen verteilt. Wie gesagt, ich hatte euch ja gefragt, ob ihr es gerne ein bisschen geradliniger haben möchtet, also wirklich einen schönen, ordentlichen Gemüsegarten, so ein kleines Gemüsebeetchen angelegt, oder ob ihr es halt lieber ein bisschen wilder haben möchtet. Und die meisten waren dann doch dafür, dass sie das Ganze ein bisschen, ja, wilder haben möchten, so wie eben auch der Fluss dort gewachsen ist und die Pflanzen am Fluss gewachsen sind, so möchtet ihr eben auch das Gemüsebeet haben. Und deswegen habe ich überall auf dem Grundstück so ein paar kleine Sachen verteilt. Eben entsprechend auch die anderen Pflanzen, die ich noch aus dem Anfängersamenpaket hatte zum Beispiel. Und die gibt es halt überall auch noch ein bisschen verteilt. So. Ich wollte jetzt noch was ausprobieren mit dieser kleinen Quietschente. Ich hatte das dann beim anderen Haus mal gemacht, dass ich die Quietschente sozusagen nach oben gecheatet habe und dass sie auf dem Wasser dann geschwommen sind. Aber ich glaube, das hat daher nicht so wirklich richtig funktioniert, weil hier habe ich den Pool genommen, und bei dem anderen Haus hatte ich den Teich benutzt, einfach das Brunnentool. Das Brunnentool, da funktioniert es, glaube ich, mit dieser Ente. Hier bei dem Pool funktioniert es jetzt nicht, deswegen habe ich es gelassen. Und ja, wir sind dann somit auch fertig. Deswegen war das meine letzte Amtshandlung hier bei meiner Fachwerkmühle.
Ja, nach 13 Folgen, nach fast 7 Stunden Bauzeit ist das Haus dann auch tatsächlich fertig. Wir haben hier ein Familienhaus für eine ganze Familie und ja, wie gesagt, das Haus gibt es ab sofort in der EA-Galerie unter der ID Eistierritter. Das Haus heißt dort auch Fachwerkmühle. Wie gesagt, schaut gerne in die Videobeschreibung rein, da sind alle meine Links zu. Wir schauen ja einmal noch ein bisschen in jedes Zimmer so ein bisschen im Überblick drauf. Und ja, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr euch das Haus herunterladet, wenn ihr viel Spaß in dem Haus habt mit eurer Familie. Und ja, ich bin gespannt, was es als nächstes geben wird, als nächstes Bauprojekt. Da gibt es auch schon ganz, ganz viele Ideen wieder, die ich mir mal angucken müsste. Und genau, dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns einfach in einer der nächsten Folge, wenn es ja bei einem anderen Haus weitergeht. Bis dann erstmal. Tschüss.